Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Technomage. Hier 93 Stufe. Im letzten Teil sind wir nun in die Minen eingedrungen. Na gut, was heißt eingedrungen? Wir haben uns die verschiedenen... Musik? Lass das sein, das macht mir ein bisschen Angst. Haben wir uns alle Linsen verdient? 3 waren es an der Zahl gewesen und haben nun hier den Durchgang... Ach genau, das sind die Geräusche, die ich höre. Diese Art Schnecken und Ameisen und jo... Beim letzten Teil bin ich hier ja ein bisschen rumgeirrt. Ich bin dann zwar da hinten da wo durch, aber jetzt weiß ich auch nicht weiter. Aber da habe ich ja vergessen, ich habe was aufgesammelt, nämlich a plague module for activating the generator. Nun die Frage, was davon ist der Generator? Das hier? Twinning Beta Machine Pool, okay. Den Generator. Wahrscheinlich ist es sowas wie ein Gesamtgenerator, der einfach hier alle Maschinen... mit Energie versorgt? Vermute ich mal, gehe ich mal davon stark aus, aber wie gesagt... Falsche Taste gedrückt, beinahe hätte ich mich hier selbst in die Luft gejagt. Das wäre jetzt ein schöner Start gewesen. Nun die Frage, wo ist der Generator? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einem Generator hier vorbeigekommen bin. Oder vielleicht bin ich es, aber ich habe ihn nicht als Generator wahrgenommen. Also das war hier, und dann bin ich da, und dann... soll ich wieder hier rüber? Da soll ich aber auch da rüber hüppeln. Könnte natürlich auch gut sein. Okay, ja. Okay. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite. Mal sehen, vielleicht finde ich ja was. Weil vielleicht sollte es einfach nur so sein. Ja, dass ich da dieses Modul finde, um danach blub, dann weiterzukommen. Vielleicht komme ich da ja später hin, weil da ist eine Art... Was war da, eine Diamantwand? Und da kann ich ja so nichts ausrichten. Okay. Okay, Moment, ich brauche meinen lieben Limentaken. Jep, jep, jep. Achtung. Das war die falsche Taste. Moment, da und blablabla. Kleine Abkürzung. Blablabla. Das könnte sowas wie... Das könnte der Generator sein, oder? Hat er nicht gesagt, dass der aus ist? I'll have to do something to keep these platforms moving. Sollte ich den Generator in Betrieb nehmen? Vielleicht. Da habe ich keine Ahnung, wie ich das mache. Ich bin vielleicht ein Technomage, aber dennoch bin ich eher ein Technonoob. Was sagt mir meine Karte? Da sollte ich mir den mal mehr aufdecken. Also von hier bin ich, glaube ich, gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, richtig. Von hier bin ich gekommen. Ja, von hier bin ich gekommen. Da darf ich nämlich nicht mal raus. So, wie ist das denn hier gar nicht mehr zum Aufdecken? Nun die Frage, wo ist der Generator? Was ist der Generator? Ist hier der Generator oder ist hier nur eine Ecke? Oder? Darum sehe ich was. Moment, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich habe nämlich aus meinen Fehlern gelernt. Bevor ich mich jetzt nämlich viel zu lange an einem Ort aufhalte, tue ich mich lieber nochmal umschauen, weil vielleicht habe ich ja mit dem, was ich jetzt gefunden habe, etwas entdeckt, etwas bekommen, was ich brauche, um hier weiterzukommen. Vielleicht war ich aber auch bei der richtigen Stelle und habe einfach nicht genau genug gesucht. Dann ist die Musik klingt wie in einem Horrorfilm hier. Da kommt der Werwolf in der nächsten Ecke herbeigehuscht. Und wo ist die Tallys? Wo ist die bitte hin? Ich habe keine Ahnung. So. Bin ich nochmal hier? Kann ich hier vielleicht jetzt was machen? War hier was mit dem Generator? Ich weiß, hier war alles... Tut es das ein... Moment. Ist es ein Loch? Ist es tödlich? Nein, darf... Okay. Was hatte ich hier nochmal aufgesammelt? Was hatte ich hier nochmal gemacht? Ich weiß nicht mehr. Für mich ist es wieder ein paar Tage, ein paar Wochen her, dass ich das gespielt habe. Für euch ist es natürlich... Ihr erinnert euch mehr daran. Da war ich hier außenrum, wo ich mich auch denke, wow, wofür das Ganze? Springe ich nochmal auf... Das war knapp gewesen. Jep. Klickere du und raus bist du. Keine Ahnung, was du machst. Achtung. Jep. Ganz ehrlich, wofür sind diese Platten? Ich meine, ich konnte den Schalter drücken, aber... Was war das nochmal? Hier war das. Also ich glaube... Ich muss doch dort was machen, wo die Bohrmaschinen sind, weil hier habe ich ja sonst alles erledigt. Hier war auch nirgends irgendwas in der Richtung eines Generators gewesen. Wie gesagt, ich check einfach nochmal alles ab, aber...
Wurde die resettet? Ich glaube ja. Ja, die Bodenplatten wurden nämlich auch resettet. Uppale. Uppale. Umbumpatetere. Hm. Naja, wenn ich jetzt falle, ist auch nicht so schlimm. Dann werde ich einfach bei dem letzten Speicherpunkt gespawnt. Hm, wird nicht geschnitten. Interessant. Autsch. Also da mache ich das irgendwie falsch, dass ich, weil es kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal erwischt werden muss. Doch vielleicht was? Nee. Oder doch? Moment, von... Ich meine, das steht ja, es steht ja da. Activating the Generator, aber was von dem Ganzen ist bitte der Generator? Ich weiß, wie ein Generator ungefähr aussieht aus anderen Spielen, aber dennoch... sehe ich hier nichts Vergleichbares. Ich sollte mal wieder ein bisschen Gehör, ein bisschen gesund entnehmen für mein eigenes leibliches und geistiges Wohl. Ansonsten werde ich hier noch abnippeln. Jupp. Und jupp. Das war jetzt aber gut abgeschätzt hier. Jupp. Speicherpunkt. Hier ist das, hier ist dies, hier ist jenes. Okay. Hier ist hier nichts weiter. Habe ich hier irgendwie einen Raum übersehen? Ist es schon wieder hier mein... Ist es wieder der Fall, dass ich einen kompletten Raum übersehen habe? Oder... Ich meine, da waren ja auch was mit Schaltern. Die habe ich alle gedrückt. Aber da war ja auch nicht wirklich was passiert. Oder öffnet sich eine geheime Tür? Ich glaube, ich schaue nochmal nach. Da war hier das gewesen. Da waren diese Meduseköpfe, nenne ich sie. Habe ich sie einfach mal getauft. Sind auch nicht mehr. Um Kopf und Kragen habe ich sie gekämpft. Also mit dem Kopf. Der Kragen war schon weg. Dann gehe ich nochmal hier durch. Mal sehen. Vielleicht muss ich ja wirklich was in der richtigen Reihenfolge drücken oder so. Ach. Dong. Wie nah ich stehen muss. Au. Und wie mich das immer auch noch erwischt und verliert. Ich glaube, in dem Hintergrund ist ein Feuerzauber oder sowas, der hilft. Oder? Einfach kaputt machen kann ich es auch nicht. Ich krieg die Krise. Für mich das immer verletzt. Weil ich auch immer so nah dran stehe, aber warum sollte das auch sein? Also was stand hier nochmal? Sag ich schon, hey, es ist Level Witch Controls Trilling Beetle Number One. So wie ich verstehe, ich muss hier nochmal her, wenn ich den Generator in Betrieb genommen habe, weil er anscheinend wirklich die Energiequelle für alle Generatoren, für alle Bohrer ist. Und danach kann ich sie hier steuern. Nur die Sache, Rippole. Wo ich biete der Generator? Ach komm, da habt ihr... Da war... Ich war rübergesprungen. Nur schon wieder gut eingefällt ihr. Hm? Vorfeld abgeschmiert bin ich auch noch. Müssen wir die nochmal explodieren lassen. Gut. Ist wahrscheinlich wieder offensichtlich und ich komme nicht drauf. Wie gesagt, die einfachen Rätsel sind für mich das größte Problem. Da denke ich nämlich wieder zu kompliziert und dann verhaspel ich mich. So. Achtung! Das wäre schon wieder fast ins Auge gegangen hier. Achtung! Wie hält man diesen Aussetzer? Diese Basse. Da drüben will ich hin. Hab ich einen Weg übersehen? So, jetzt bin ich hier. Also nun. Hm. Ja, ja, damit muss ich die betätigen. Schon klar, schon klar. So schlau bin ich jetzt auch. Na, jetzt weiter. Einmal sprengen. Achtung! Hm. Hab ich hier irgendwas übersehen? Wenn ich da hingehe, das ist einfach nur die, das ist außenrum. Also muss ich hier lang. Achtung! 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 Jetzt rappelt im Karton! Hm.
Trading Beta Number 2. Ja, das sind alles nur Sachen, um die zu betätigen. Aber sie müssen ja erstmal hier in Gang gebracht werden. Außer eines dieser Löcher würde mich doch vorhin führen. Aber soweit es aussieht, war jetzt dieser Löcher nur purer Tod. Oder? Ich schaue mir nochmal das Bild an. Ja, das führt nur zu diesen Crystal Wall. Ja, ja, ja. Das verstehe ich alles nur. Ich will nicht nachschauen. Ich will nicht nachschauen. Also der Generator. Wo ist der Generator? Was ist der Generator? Ist hier der Generator? Wenn es der Generator ist, dann muss irgendwas sein, was dann alle damit verbindet. Aber hier ist ja nichts. Oder verpasse ich das offensichtlich? Muss ich hier vielleicht die Wand springen? Nee, anscheinend nicht. Sehe ich hier irgendwas? Irgendwie ein Raum oder was verdeckt ist, aber ich sehe nichts. Ach, ich sehe doch nichts. Der ist ja sowieso kaputt, der eine Trillbiete. Ich bin, glaube ich, einfach nur zu blöd. Ich bin einfach nur zu blöd, um drauf zu kommen. Den Generator. Wo ist denn der Generator? Wenn es so weitergeht, werde ich jetzt wirklich nachschauen. Das habe ich lange nicht gemacht, dass ich da jetzt was nachschauen musste, aber ich bin jetzt gerade wirklich aufgeflogen. Weil ich keine Ahnung habe, wo das bitte ist. Muss ich doch was einsetzen, oder was? Hm? Da vorne war ich vielleicht doch richtig gewesen. Und habe ich es einfach nur nicht richtig gemacht? Ja, ich muss was tun, damit sich das weiter bewegt. Habe ich alles klar. Ui. Hm. Da war ich drin gewesen, oder? Habe ich da alles entdeckt? Das ist ja ein ganz anderer Raum, also... Ja, doch, doch, da war ich definitiv drin. Ich werde mir wieder gegen die Stirn klatschen, wenn ich es sehe. Das werde ich tun. Verlasst euch drauf. Yep. Yep. I'll have to do something to keep these plants. Ja, ja, bewegen, ja, bewegen. Ich bin hier, aber passiert nichts. Es passiert nichts. Modul. Kann ich das so auswählen oder was? Activating Generator. Ja, Musik. Du kannst es so schlimm und unheimlich machen, wie du willst. Ich bin genervt. Da habe ich keine Angst. Ich bin einfach nur wütend. Okay. Meine Damen und Herren, ich habe kein. Wo kommst denn du jetzt auf einmal her, hä? Achso, das war das. Ach nee, halt, stopp. Das ist die Plattform von der anderen Seite, oder? Hier, sag mir nicht, da war eine ganze Zeit eine andere Plattform geflogen. Und ich hätte nur an der richtigen Stelle sehen müssen, nur stehen müssen, um sie zu erreichen. Juppa. Wenn das der Fall ist. Oh, oh. Wen muss ich dann für toll? Wie man die Kameraperspektive oder was? Jupp. So. Gucken wir uns den nochmal uns genau an. Jep. Und jep. Oder was? Okay, hier war was. Da ist die Plattform. Okay. Nur wie komme ich zu dieser hin? Ich bin ein bisschen weiter. Ich habe sie entdeckt. Aber wie komme ich da drüben hin? Soll ich da überhaupt schon hinkommen? Ich bin so verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Okay, meine Damen und Herren, ich würde mal vorschlagen, bevor ich mich jetzt hier wieder dumm und dusselig suche und dann irgendwie einfach nur noch genervt bin, mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Werde nachschauen, was ist die Lösung für das Problem? Wo ist bitte der Generator? Oder muss ich vielleicht noch was vormachen, was ich überhaupt nicht gesehen und bedacht habe? Und dann sehen wir uns hier wieder. Also, bleiben Sie da, gehen Sie nicht weg, es geht gleich weiter. Bis gleich. Und ja, der 93 Joe wieder hier, meine Damen und Herren. Also, ich habe nachgeschaut und so wie es aussieht, kein Wunder, dass ich den Generator noch nicht gefunden habe, denn ich bin noch gar nicht auf der Suche nach dem Generator und das mit den Hebeln, das habe ich jetzt aber auch dennoch nicht verstanden, weil einfach, ich glaube, das ist mir einfach nicht richtig aufgefallen. Ich muss die laut einer kompletten Lösung, die ich jetzt mir angeschaut habe, in einer gewissen Reihenfolge betätigen, damit die auch wirklich dann angehen. Da war ja, glaube ich, irgendwie was gestanden mit Hebel A, Hebel 1, Hebel B und Hebel 2 und so weiter. Und
Ich muss die in dieser Reihenfolge halt mit A1 und so zum Beispiel betätigen, damit dann sich was tut. Und da bin ich ja mal gespannt, ob ich das jetzt wirklich hinkriege. Welchen haben wir hier? Also, die sind jetzt alle wieder resettet. Das ist Level Number 1. Drilling Beetle Number 2. Ich glaube, das sollte ich mal aufschreiben, damit ich weiß, welcher was betätigt. Okay, also. Das ist L1. Und der betätigt Beetle 2. Okay. Ich schreibe mir das jetzt mal auf und dann werde ich hoffentlich selber auf die Lösung kommen. Gut. Lassen wir das erstmal. Lassen wir das erstmal. Lassen wir es erstmal gut sein. Und ich sollte mir eine kleine Markierung hinsetzen, dass ich weiß, was hier ist. Jupp. Also hier war... Klang. Da wurde es jetzt hingezeigt zum Ventilator. Das war jetzt der. Zum Ventilator mache ich mal ein kleines Zeichen hin. Das war das hier. Okay. Ob mir das wirklich hilft, keine Ahnung. Aber ich probiere es halt, dass ich den Überblick behalte. Alter. So, ob ich da jetzt so durchkomme. Leck mich doch! Hat es jetzt zumindest jetzt gesprengt. Ich hab's knallen gesehen. Meine Fresse. Autsch. Ja, ja, ja. Das ist das verdammte Rotoblatt. Okay, was haben wir hier? Ah, da. This level returns Drilling Beetles 1 and 2 to their starting positions. Okay, habe ich das gelesen? Ich glaube ja, aber ich habe es nicht wirklich registriert. Ich glaube, ich habe diesen ganzen Teil nicht wirklich registriert, weshalb ich hier eben Probleme hatte. So, okay. Okay, gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Operating Instruction Section A, this is Lever Number 1, which controls Drilling Beetle Number 1. Bitte was? Ich hab doch Lever Number 1. Und es betätigt den. Ich muss mir also wirklich die Position merken, weil das ist jetzt auch Level. Der Lever Number 1, der den Beetle. Ach nee, Number 1. Der andere war Number 2. Also das. Ach! Also das ist der erste Hebel für den ersten Käfer. Ah, oh. Ah, ich bin schon mal weiter. Okay. So langsam kriege ich, glaube ich, jetzt doch wieder ein Bild über die Situation. Verdammt, das freaking damit Teil. Okay, was haben wir hier? Da kann ich ja schon jetzt was betätigen. Operation Instruction Section B. This is Lever Number 2, which controls Drilling Beetle Number 2. Aha. Level 2. Beetle 2. Also. Und das war jetzt der. Also vermutlich muss ich jetzt den am Anfang drücken. Und dann den hier. Und dann sollte sich was tun. Dann mache ich es mir jetzt mal ganz einfach. Cheerio und weg bin ich, damit ich nicht schneller an dem ersten Hebel. Ich muss mir also einfach nur möglich merken, wo war was gewesen. Gut, jetzt bin ich hier. Alles klar. Dann habe ich hier links rum, rechts rum. Das war genau da, wo der Pfeil war. Richtig? Nein. Doch, da war der Hebel. Achtung. Jupp. So. Also. Das war Section A. Number 1, Beetle 2. Klickere du. Und das bist du. Jetzt gehen wir mal weiter. Mal sehen, ob sich was tut. Wenn ja, dann bin ich wieder ein zufriedener Jovo. Gut, jetzt war ich einmal hier. Einmal da. Hüppale. Das war das, was alles resettet. Das in der Mitte, richtig. Das in der Mitte war alles, was das resettet. Dann war ich da lang. Da war ich da lang. Achtung Gott, da kommt kein Loch. Und das war Section A. Number 1.
Das war's noch nicht. Nee, nee, nee. Passe gut auf, das ist wie in der Schule. Erst kommt eins und dann kommt zwei. Wenn du es nicht merkst, ist es vorbei. Yep. Genau, und hier war Section B. Tau Number 2. Klickri du. Jetzt passiert nichts. Wahrscheinlich, weil die haben sich ja gar nicht resettet. Das heißt, ich muss erstmal alles nochmal resetten und dann kann ich das probieren. Okay. Okay. Wenn ihr es unbedingt so haben wollt, war das das Resetten? Nein. Wenn ihr es wirklich so haben wollt, einfach alles hier kommt auf. Okay, dann machen wir es so. Resetting. Ich vermute mal, nach unten ist betätigt, nach oben ist nicht betätigt. Was passiert da nächste? Wo soll ich denn wissen, was jetzt genau was passiert? Hä? Okay, Anfang. Gut. Jetzt schaue ich mir die Hebel mal gut an. Wenn sie oben sind, dann heißt es nicht betätigt. Oder? Vermute ich mal. Oder ne? Oder nie? Oder was? Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe keinen verdammten Plan. Jupp. Jupp. Okay. Number one. Wahrscheinlich muss ich sogar die Käfer... Ne? Erst muss ich Käfer 1 und dann Käfer 2 betätigen, oder? So wird es wahrscheinlich sein. Alter, wenn das so wirklich als Punkt genau sein muss... Die Zeit ist eigentlich schon wieder vorbei für diesen Part. Aber ich möchte jetzt schauen. Ich möchte schauen, ob wirklich was passiert. Du verdammtes Teil, du! Lass mich doch einfach... Du verdammtes Okay. Was haben wir hier? Section B. Level 2. Tooling Number 2. Wahrscheinlich muss ich die nach A und B betätigen. Also das N. Ich sollte mir mal die Karte anschauen. Wo bin ich jetzt hier? Ich mache mir mal eine so kleine Minikarte. Und dann mache ich mir kleine Markierungen. So kleine. Okay. So, dann haben wir unten. Da haben wir einen Eingang. So. Dann machen wir Zing, Zang, ZBD. Dann kommen wir zu dem Raum. Haben wir da was. Dann haben wir da oben einen Raum. Dann haben wir den Mietenraum. Dann haben wir da was an der Ecke und da was. Okay, ist jetzt nicht perfekt meine Skizze. Aber zumindest kann ich mir jetzt was, kann ich mir Notizen machen. Okay, was war hier nochmal? Also, der Raum war Section B. Section B. Level 2, Beetle 2. Richtig. Das war bei dem Raum. Okay. Das war die falsche Taste. Der ist ja gar nicht mal resettet. Was ist denn jetzt? Entschuldigung. Schön, dass ich jetzt wirklich wieder so richtig genervt bin, aber ich blick einfach nicht durch. Ich blick da nicht durch. Zum Beispiel, was ist jetzt die Grundeinstellung von den Hebeln? Hoch oder runter? Für aus. Hä? Das ist nicht so wie beim Lichtschalter? Okay, wo bin ich jetzt hier? Jetzt bin ich bei... Habe ich das in den falschen. Das in den falschen reingeschrieben. B. Level 2, Beetle 2. Okay. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich an der Ecke. Okay. Was ist hier? Section A. Section A. Level 1. Beetle 2. Aha. Also ich habe jetzt gerade die beiden Räume abgeklappert für den zweiten Käfer. Der in der Mitte war Reset. Das wusste ich ja. Gut, und genau, dann wird's ja passen. Okay, du gehst mal hoch. Mach mal aus Prinzip. Wahrscheinlich macht er in der Mitte überhaupt nichts, weil sie sich kein Stückchen bewegt haben. Mhm. Und hier wäre dann der Anfang, richtig. Das soll noch einer durchblicken. Starting Positions. Gut, das haben wir jetzt auch. Okay.
wird wieder heute ein bisschen längerer Part. Ich möchte einfach sehen. Ich möchte ein bisschen Erfolg hier drin haben, okay? Gut, erstmal auf der Karte schauen. Welcher Punkt sind wir? Da sind wir denn in dem unteren Teil. Im unteren Teil, merke ich mir. Und das war Section A. Section A. Level Number 1. Beetle 1. Okay. Dann. A11 mache ich erstmal. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst hier. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst hier. Das ist verdammter Ernst. Wahrscheinlich müssen wir. Es geht wahrscheinlich sogar darum, dass sie so bewegt werden müssen, wie sie dann halt Platz zum Bewegen haben. Och, leg mich doch tief! Gut, meine Damen und Herren. Kurze Verschnaufspause für mich. Danach geht es weiter bei Technomage. Nun weiß ich endlich, was mein Problem war, dass ich nicht vorangekommen bin, aber echt weg. Wie soll man denn darauf kommen? Jeder würde wahrscheinlich einfach nur rumprobieren und dann, wenn er merkt, oh, es passiert nichts, weitergehen oder zurückgehen, weil weiter geht's ja nicht. Okay, jetzt habe ich einen Plan. Das heißt, beim nächsten Mal geht's gleich volle Lotte weiter. Bis dahin hoffe ich, hat Ihnen dieser Teil gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dahin, ihr 93 Turbo. Hallo auf den Nintendo. Tschüss und goodbye.